Man kennt's, man will das, hat aber nicht das. Ich bin also auf die Suche gegangen und hab festgestellt, dass billige Handheld-Konsolen auf Amazon anscheinend ein Ding sind. Das sind kleine Konsolen, die man sich kaufen kann, um anscheinend einen ziemlich guten Deal zu machen. Zahlreiche Spiele in einem Gerät für wenig Geld, das von unzähligen Anbietern, ich glaube, das muss legit sein. Je tiefer ich in die Materie eingedrungen bin, desto mehr habe ich realisiert, was für ein großer Markt anscheinend für solche Gerätschaften existiert. Es werden wirklich so unglaublich viele von diesen Dingern angeboten, es gibt zahlreiche Reviews und Fanatiker von solchen Konsolen. Die meisten sind so aufgebaut, dass man einen Mini-Handheld bekommt, auf dem man die Spiele spielen kann, jedoch mitgeliefert mit einem Controller und AV-Kabel, um das auch am Fernseher genießen zu können. Warte mal, 400 klassische Spiele in Retro-Konsolen, da ist Mario mit einem wahrscheinlich von Google Bilder geklauten Artwork, der da raushüpft? Wenn man da nicht zuschlägt, wo sonst? Ich habe keine Lust mehr. Da das Teil so viel gekostet hat wie zwei Packungen After Age & Tonic, ist die Qualität auch so, wie man sie sich vorstellt. Der Controller dazu ist zwar ganz cute, aber die Knöpfe lassen sich einfach fast gar nicht drücken. Die sind super versteift, man muss recht stark draufhalten, damit sich überhaupt irgendwas tut. Was aber gut ist, dass der Scheiß keine Batterien verschwendet, sondern ein Akku mitgeliefert wird, den man einfach mit einem USB-Kabel wieder aufladen kann. Wenn wir in die Konsole rein, oh mein Gott. Wir sehen hier tatsächlich eine Auswahl von 400 Spielen. Darunter sind zum Großteil einfach gerippte NES-Spiele wie zum Beispiel das erste Mario und ich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Darüber hinaus macht es nicht mal Spaß, diese Version zu spielen, weil es halt echt schlechte Rip-Offs sind und sich wegen den Tasten auf dem Controller mega schwammig spielen. Ich hab's nicht hinbekommen, gegen den Block zu springen, Mann. Es gibt aber auch Spiele wie das legendäre Mario 14. Was, ihr kennt Mario 14 nicht? In dem Spiel geht es im Grunde um ein Mädchen, das in einem Schloss festgehalten wird und nach Hilfe ruft, indem sie einen Papierflieger zu einem Ninja fliegen lässt und dieser Ninja transformiert sich auf einmal zu Mario. Ja, es ist ein komplettes Bootleg. Man spielt irgendwie Mario mit Son Gokus magischem Stab und ich hasse alles daran. Man kann nicht auf die Koopas draufspringen, sondern man muss Schlüssel sammeln, um weiterzukommen. Nach einer kleinen Recherche stellt sich heraus, dass es einfach nur das NES-Spiel namens Kaizkeru Yansha Maru 3 ist und das Lustige ist, dass anscheinend jeder so wie ich von diesem Spiel erfahren hat. Die ganzen Kommentare unter Videos zu diesem Spiel sind voll mit Super Mario 14 Kommentaren. Ansonsten gibt es super viele Spiele, in denen man einfach nur chinesische Felder anklicken muss und ich keine Ahnung hatte, was zum Fick ich überhaupt machen muss. Und das echte FIFA 21. Was ich mich wirklich frage, ist, welches Spiel auf einen wartet, wenn man sich bis Spiel 400 vorgekämpft hat. Ja, ich bin ein wenig unbefriedigt mit der Konsole. Ich brauche härteren Stoff. 500 klassische Spiele in einem. Ich finde, die Box hiervon ist das Verfluchteste, was ich seit langem gesehen habe. Wow, Mario und Crash auf nur einer Konsole? Ich mag's, wie man einfach sieht, dass die Designer hiervon einfach nur Mario PNG in die Google-Suche eingegeben haben und ja, Tennisschläger Mario passt hinten auch noch drauf. Der Controller von dieser Konsole hier ist aber zugegebenermaßen irgendwie ein wenig sick. Außerdem ist der Auswahlscreen nicht mal so verflucht wie bei der ersten Konsole. Es erinnert mich irgendwie ein wenig an Super Mario Bros. 3. Apropos Super Mario Bros. 3, das gibt es hier in der Tat in der Konsole auch, aber die mussten das Logo einfach entfernen. Boah, jetzt eine Runde 3 spielen wäre schon lit. Allgemein ist das hier bei der Konsole eigentlich wieder dasselbe Prinzip. Es gibt Spiele, die man von irgendwoher schon kennt, nur halt in sehr schwammigen Rip-Offs, die sich schrecklich spielen. Aber hey, immerhin gibt es ein Toy Story Spiel, Alter. Was haben sie mit dir gemacht, Woody? Es gibt hier einfach super viele Spiele, bei denen ich wirklich keinen Plan hatte, was ich eigentlich machen soll. Beispielsweise Nuts Milk. Ich bin hier in so einer Stage und auf einmal kommt so ein blauer Blob und auf einmal bin ich tot und ich habe wirklich keinen Plan, was die Scheiße hier eigentlich soll. Ich glaube, die haben einfach irgendwas programmiert, weil die wissen, dass eh niemand alle 500 Spiele spielen wird, aber dadurch die Nummer an Spielen hochgeht. Ich meine, 500 Spiele in einem ist schließlich ein besserer Deal als 400 Spiele in einem, hallo? Natürlich habe ich wieder nachgeguckt, was Spiel 500 ist und es ist Schach. Ich mag Schach eigentlich super gerne, deshalb hatte ich sogar ein bisschen Bock, es mal auszuprobieren. Mein Leben ist eine reinste Enttäuschung. Das Einzige, was mich jetzt noch trösten könnte, ist 800 in einem Handheld-Spielkonsole Retro FC Plus Konsole. Ich muss sagen, dass diese Box hier eigentlich sogar ganz clean aussieht. Klar wurde hier wieder ein Mario Bros. 1 Screenshot in den Screen der Konsole gefotoshoppt, aber ansonsten sieht es sogar ganz okay aus. Mich beschleicht aber das Gefühl, dass diese Konsole einfach exakt dieselbe ist wie die für 400 Spiele, nur einfach in blau. Könnte es sein, dass die Konsumenten hier verarscht werden und einfach nur die Spiele auf dem System geändert werden und zu einem höheren Preis verkauft werden? Es gibt 800 Spiele, wieso sollte ich mir diese Frage stellen? Ich habe wieso auch immer wieder das erste Super Mario Bros. Ausprobiert und Bruder, da war einfach Speedhack oder sowas an. Ich habe das Gameplay hier gerade nicht vorgespult oder sowas. Ich bin die ganze Zeit gestorben. Ich frage mich aber, was nehmen Super Mario Bros. Sonst noch für...
Ich liebe es irgendwie, wie neben den ganzen Mario-Spielen einfach ein Spiel hier drin ist, angelehnt an dem größten und verlustreichsten Konflikt der gesamten Menschheitsgeschichte. Außerdem gibt es noch Tetris 2, dem sagenumwobenen Sequel zu Tetris 1. Es stellte sich zu meinem Enttäuschen heraus, dass Tetris 2 exakt dasselbe ist wie Tetris 1, nur mit dem Unterschied, dass man die Hälfte seines Screens nicht benutzen kann. Außerdem habe ich im kompletten Game fast gar keinen einzigen langen Baustein bekommen, weshalb ich einfach sofort krepiert bin. Das sind die Momente, in denen ich mein Leben anzweifle. Die große Frage ist jetzt aber, was verbirgt sich hinter Spiel 800? Chess. Es ist wieder dieses komische von vorne und ich habe einfach keinen Plan, was ich hier machen soll. Es ist definitiv nicht das Schach, was ich kenne. Ich bin traurig. Über dieses Spiel, aber vor allem auch über die Tatsache, dass sich anscheinend echt viele Leute solche Konsolen kaufen. Es gibt wirklich Bootleg-Handhelds mit hunderten Bewertungen auf Amazon und zahlreichen Rezensionen von passionierten Sammlern solcher Teile. Ich will hier wirklich niemanden für ihr Hobby fronten. Wenn Leute damit Spaß haben, dann ist ja alles schön und gut. Aber die Teile sind echt nicht gut. Ich rate euch wirklich davon ab, solche Geräte zu kaufen, falls ihr schon mal über sowas gestolpert seid. Aber naja, es ist und bleibt bei euch. Wenn ihr mich jetzt also entschuldigt, ich genehmige mir jetzt eine schöne Runde Super Mario 14. So Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Ich habe mit diesem Video versucht, mal ein bisschen was anderes zu machen. Es war ein bisschen experimenteller und es hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch beim Zuschauen. Vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen, haut herein und ciao!